Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich befinde mich heute in Königswinter und ich gehe den Siebengebirgswanderweg Nummer 5, der Wanderklassiker. Die Strecke ist 6,3 Kilometer lang und führt mich über 230 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke so ist, dann bleibt dran.
befinde mich kurz vor dem Ziel der heutigen Wanderung und komme daher zum Fazit. Die Strecke lässt sich beschreiben als eine leicht zu gehende Waldwanderung auf größtenteils breiten Wegen, die auch immer mal wieder einen schönen Ausblick bietet. Als Tipp hätte ich für euch, wenn 2021 die Umbauarbeiten am Milchhäuschen abgeschlossen sind, dass ihr dort einmal einkehrt, das ist ungefähr auf der Mitte des Weges. Wenn ihr das nicht macht, bietet sich auf jeden Fall am Drachenfels noch die Möglichkeit oder auch noch im Abstieg. Wer ein bisschen weniger Trubel haben möchte, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, diese Strecke nicht an einem Wochenende zu gehen. Ja, was mir nicht so sehr gefallen hat, das war, wenn überhaupt, dass so ein bisschen das Abenteuerfeeling gefehlt hat. Es gab relativ wenige Pfade. Dafür war die Strecke, wie gesagt, sehr gut begehbar und eignet sich auch für Wanderanfänger. Was mir hingegen sehr gut gefallen hat, das ist auf jeden Fall der Drachenfels. Das ist das Highlight dieser Tour und natürlich auch die Blicke von dort oben ins Rheintal. Alles in allem gebe ich dieser Strecke daher 6 von 10 Punkten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch weiterhin Wandertipps erhalten möchtet, dann wisst ihr, worüber ich mich freuen würde. Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.